Von außen sieht es aus wie ein ganz normales Autohaus, das Autohaus Engstler in Wiggensbach. Doch wer hineingeht, der sieht schnell, dass es hier mehr gibt als nur Neu- und Gebrauchtwagen. Überall stehen auch Oldtimer und Rennautos herum, denn die werden in der Werkstatt von Engstler Automobile restauriert und gerne mal bis ins letzte Einzelteil auseinandergenommen. Herr Engstler, Sie verkaufen Opel, Fiat und Alfa. Jetzt sehe ich hier aber auch Oldtimer und Mazdas. Was hat es denn damit auf sich? Ja gut, unsere Firmen bestehen ja aus drei Hauptgruppen. Zum einen das klassische Autohaus mit Fahrzeugverkauf, mit Kundendienst, mit Lackiererei haben wir hier im Autohaus bei uns. Zum zweiten die Motorsportfirma, die Ihnen bekannt ist. Und zum dritten ist für mich ein ganz wichtiger Stammbein, die Eventfirma. Das heißt, hier sehen wir Mazda-Rennfahrzeuge, die wir für Mazda Europa gebaut haben, für ein sogenanntes Media Race Event. Das ist ein Langstrecken-Event gewesen, wo wir 180 Journalisten betreut haben an den Rennfahrzeugen. Wir haben den zentralen Einsatz in Adria Raceway in Italien gemacht und machen auch Neuwagenpräsentationen für Mazda Europa. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, um A, die Kontakte vom Motorsport zu nutzen, um sogenannte Sonderserien zu bauen, wie auch den Alfa Romeo 147 Imola, sind alle Tuning-Fahrzeuge bei uns im Haus gebaut worden. Und das ist speziell in der jetzigen schwierigen Situation im Automobilhandel sehr, sehr wichtig. Somit erreicht man einen höheren Auslastungsgrad in der Werkstatt, auf der Verkaufsseite und jede Firma partizipiert von der anderen. Auch Engstler Motorsport, der wohl bekannteste Bereich der Engstler Unternehmen. Gerade kommt ein Truck mit Autos von einem Rennen zurück. Per Schiff war die wertvolle Fracht aus Brasilien gekommen. Die letzte Strecke von Antwerpen aus ging es über die Straßen. Ein Truck steht zum Transport zum Rennen maximal zur Verfügung. Da ist passgenaues Verstauen Pflicht, zumal das Mechanikerteam für den Fall des Falles jedes einzelne Teil eines Autos mindestens zweimal als Ersatz dabei hat. Wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, mit unserem Rennauto auf der Achse oder auf der Straße an die einzelnen Rennstrecken zu fahren. Dafür haben wir eben so einen Spezialtruck. Da haben wir die Möglichkeit, in zwei Stockwerken zu laden. Man sieht jetzt da oben, sie sind die Rennautos drinnen und im unteren Bereich ist eben Equipment und Ersatzteile alles verstaut. In welchen Klassen fährt das Team Engstler? Wir sind in zwei Meisterschaften vorrangig unterwegs. Das eine ist einmal die Tourenwagen-Weltmeisterschaft, die WTCC. Und das zweite ist die ADAC Proker-Serie. Das ist praktisch die deutsche nationale Serie für den Tourenwagensport, die nach demselben Reglement ausgetragen wird wie die Weltmeisterschaft. Etwa eine Woche haben die Mechaniker jetzt, um die Fahrzeuge wieder fit zu machen. Dafür werden die Autos nach jedem Rennen nahezu komplett auseinandergenommen. Das Getriebe und die Achsen werden genau kontrolliert und im Zweifel noch einmal neu eingestellt. Dabei führen Teammanager Kurt Tremmel und seine Mechaniker genau Protokoll darüber, welches Teil wie lange im Einsatz war. Was ist jetzt der Unterschied zwischen so einem Rennauto und einem Auto, was man so ganz normal von der Straße kennt? Naja, am ersten Blick sieht man das vielleicht nicht, deshalb haben wir ja die Möglichkeit, jetzt da hier reinzuschauen. Ja, grundsätzlich ist es so, dass bei einem Rennauto ein bisschen andere Anforderungen erfüllt werden müssen als wie bei einem Straßenauto. Wir haben zuerst einmal die Sicherheit des Fahrers. Dafür ist ein Überrollkäfig in diesem Auto verbaut, der nicht nur für die Fahrersicherheit entscheidend ist, sondern auch für die Steifigkeit der Karosserie gleichzeitig mitverwendet werden wird. Man sieht auch gleichzeitig, dass das Auto jetzt im Vergleich zu einem Serienauto eine längere Lenksäule hat. Das heißt, die Position des Fahrers wurde nach hinten gesetzt, um eine optimale Gewichtsverteilung zwischen den beiden Achsen zu erreichen. Ich habe jetzt noch die Möglichkeit, so ein Serienauto jetzt im Vergleich ein Lenkrad abzunehmen. Erleichtert einmal den Fahrer das Einsteigen, weil eigentlich der Bereich, der zur Verfügung ist, ja eigentlich relativ klein geworden ist. Und habe hier auf dem Lenkrad alle Funktionen, die ein Fahrer braucht, um das Auto zu bedienen. Das heißt, was ich beim Serienauto am Lenkradstock habe, habe ich alles hier am Lenkrad. Der Fahrer erreicht die Knöpfe, ohne dass er die Hände vom Lenkrad weggeben muss. Licht, Radio, Funk, Blinker und so weiter, das kann er alles über das Lenkrad betätigen. Beim Rennauto kommt es auf jedes Gramm an. Maximale Leistung bei minimalem Gewicht quasi. 1140 Kilogramm wiegt beispielsweise das Engstler-Auto mit Fahrer. Weil jede Rennstrecke anders ist, gibt es auch für jeden Parcours spezielle Einstellungen für das Auto. Dabei bringt Rennfahrer Franz Engstler persönlich seine Erfahrungen ein. Er ist seit fast 30 Jahren aktiv und kennt die Autos und die Strecken ganz genau.
Jetzt liegt eine eher verkorkste Saison hinter Ihnen und eine neue Saison vor Ihnen. Was sind die Ziele? Ja gut, wir sind 2008 Vize-Weltmeisterschaft in der Independence geworden. Letztes Jahr, bedingt durch zwei unverschuldete Unfälle, haben wir, wie Sie gesagt haben, eine verkorkste Saison gehabt. Die Einzelergebnisse haben gestimmt, weil bis Pau haben wir in der Meisterschaft geführt. Ja, dieses Jahr, neues Glück. Ganz klar, die Meisterschaft ist anvisiert. Es kann nur das eine Ziel für einen Fahrer und für ein ehrgeiziges Team geben, dass man sagt, okay, wir wollen Meister werden. Wann alles dahinter setzen? Ich weiß, ich habe eine tolle Mannschaft, wir haben ein gutes Fahrzeug, haben super Partner und gibt nur eines nach vorne und die Meisterschaft gewinnen. Dafür wünschen wir viel Glück und möglichst keinen Crash wie hier letzte Saison in Macau.